Ja, ich bin im Jahre 1940 geboren und erlebte das Kriegsende mit meiner Mutter als Fünfjähriger. Mein Vater war glücklicherweise nicht mehr in die Kampfhandlungen verwickelt und kehrte im Mai 1945 nahezu unversehrt aus dem Krieg zurück. Ich habe meinen Vater in der Weber-Hugenstraße getroffen, als ich zu meiner Mutter zum Garten gehen wollte, um die Hühner zu füttern. Und können Sie sich noch daran erinnern, Sie sagten ja vorhin, dass Ihr Vater, dass Sie den hier vorne in der Nähe getroffen haben im Krieg. Wie ist der denn aus dem Krieg hier wieder nach Essen gekommen? Der ist also über von Soest über Schwerte. Da hat er sich aufgehalten einige Tage und hat dann praktisch seine Uniform in Sachen umgetauscht von seinem Schwiegervater. Und ist dann von Schwerte über Witten, Hattingen und so weiter hier nach Steele zurückgekommen. Mhm. Und hat also praktisch anderthalb Tage gedauert. Ja. Nur gelaufen. Ich fuhr ja keine Fahrzeuge mehr, war nicht mehr, keine Straßenbahn, kein Zug, da fuhr ja gar nichts mehr. Ja.